Servus, liebe Fernsehzuschauer draußen an den Bildschirmen. Hier spricht wieder der bekannte und beliebte Rainer Zipfel. Heute begrüße ich Sie alle zu einer Sendung Rainer Zipfel Spezial. Nun, die CDU hat ihren Arzt. Er ist auch noch Oberbürgermeisterkandidat. Wir von der SPD gehen eine Stufe höher. Wir haben unseren Herrn Professor und der unterstützt sich unter Steindruck, damit sie Oberbürgermeister wird. Begrüßen Sie mit mir Professor Dr. Med. Günther Dohm. Guten Tag, Herr Professor. Ich finde es ganz toll, dass Sie gesagt haben, ich komme in eine Sendung, ich will der Jutta helfen, will meine Meinung sagen, warum die Jutta die bessere Kandidatin ist, um dann endlich Oberbürgermeisterin am 24. September zu werden. Herr Professor, ich möchte Sie mal kurz vorstellen. In Ludwigshafen, Franken, da Schifferstadt werden Sie alle wahrscheinlich kennen. Aber die Sendung geht ja nicht nur deutschlandweit, Österreich, Schweiz, auch in Amerika wird die Sendung gesehen. Und da will ich Sie mal kurz vorstellen. Also, Sie sind Professor Dr. Med. Sie haben die Medent. Ja, Medent. Und Sie machen die Gebiete Zahnarzt, Implantologie, Oralchirurgie und Parodontologie. Ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Ja. Na, wunderbar. Ist richtig. Und Sie haben mit Ihren Kollegen zusammen mehrere Praxen in Ludwigshafen, in Frankenthal und in Schieferstein. Genau. Habe ich wunderbar recherchiert. Ja, perfekt. Perfekt recherchiert. Perfekt. Und wann sind Sie in die Partei, in unsere SPD eingetreten, Herr Professor? Ich glaube, das war 1969, 70. Und dann waren Sie ja jahrelang im Stadtrat von Ludwigshafen. 15 Jahre. 15 Jahre war ich im Stadtrat. Und habe die Jutta kennengelernt, als die Jutta noch nicht im Stadtrat war. Ach so. Aber schon sehr engagiert und immer mal zu Fraktionssitzungen gekommen ist, um sich zu informieren. Immer fleißig, immer engagiert. Tolle Frau. Also die Jutta war von Anfang an, so wie sie heute ist, bürgernah, ehrlich, kompetent. So ist es. Ja. Und was hat sie damals bewogen, in die SPD einzutreten? Das würde mich mal interessieren. Das ist ganz einfach, ja. Also eigentlich komme ich aus einem CDU-Elternhaus. Ja. Und das wäre näher liegend gewesen, wenn ich in die CDU eingetreten wäre. Aber die Politik der SPD und das soziale Engagement der SPD und die Werte, die dort damals zu dieser Zeit und natürlich auch heute immer noch die zentralen Werte der SPD waren, das war das, was mir halt näher gelegen hat als die anderen Sachen. Ne? Ja. Und und dann habe ich gedacht, dann sollte man nicht nur so denken, sondern sich auch bekennen und sollte Mitglied in der Partei werden. Und dann ziehen Sie auch noch in den Stadtrat. Dann bin ich Anfang der 90er Jahre in den Stadtrat gewählt worden, ja, und war dann 15 Jahre dort und habe alles Mögliche so gemacht, was man dann so macht, war kulturpolitischer Sprecher, war gesundheitspolitischer Sprecher und war engagiert in allen möglichen Ausschüssen, wo man halt so ist, wenn man halt sich ein bisschen engagiert, was zeitlich schon sehr anspruchsvoll war. Und deswegen musste ich dann auch irgendwann aufgeben, weil ich beruflich zu sehr angespannt war und das nicht mehr so hätte richtig erfüllen können. Ich habe mal einen SPD-Gast gesagt, es sind ja auch Bundestagswahlen dieses Jahr. Also ich hätte mein Kabinett schon zusammen. Die Mutter macht Außenminister, Sie, Herr Professor, machen Gesundheitsminister. Ja? Und der Udo Scheuermann macht Verkehrsminister. Ja. Also das Kabinett kann man gar nicht kriegen. Ja. Und da waren Sie 50 Jahre im Stadtrat. Ja. Und natürlich mit Höhen und Tiefen. Ja, klar. Ich sage, die SPD macht auch Fehler. Aber nur nicht so viele wie die CDU. Ja. Ach, ich glaube, alle, die arbeiten, machen Fehler. Ja. Und ich denke, es wichtig ist, dass man sich engagiert. Ja? Dass man sich engagiert und dass man was besser machen will. Ja? Dass man einen Beitrag leisten will und dass man was besser machen will. Und das finde ich wichtig. Und dass man den Bürger aufs Mund schaut, natürlich, hat die Jutta gesagt. Ja klar, ich meine, wenn man sich engagiert, dann ist das ja kein Selbstzweck. Ja? Dann macht man das ja. Also für mich war auch ein wichtiger Punkt, ich habe gesagt, ich habe der Gesellschaft viel zu verdanken und ich möchte auch ein bisschen was zurückgeben. Das ist lobenswert. Und das finde ich eigentlich selbstverständlich. Ja, und ich meine, sagen Sie. Ja, und insofern denke ich mir, wenn man was zurückgeben will, muss man das ja auch machen, so dass es gut für alle ist. Ja. Dann ist es in Ordnung. Ja. Wir haben in unserem Vorgespräch
uns unterhalten und da haben wir auch die Rede davon gehabt, dass die finanziell Schwächergestellten immer mehr abgekapselt werden. Das finde ich eine Katastrophe. Das ist natürlich eine Katastrophe und das ist deswegen eine Katastrophe, weil eine Gesellschaft, in der ein Teil abgehängt wird, ja, in welcher Form auch immer, wird irgendwann mit dieser Gesellschaft nicht mehr zufrieden sein, wird außerhalb sich stellen, wird Probleme machen. Ja. Ja? Und ich denke, wenn man sich andere Länder anguckt, in denen es Teile der Bevölkerung gibt, die total abgekoppelt sind, da ist mehr Kriminalität, da sind viele Probleme und das haben wir alles nicht. Ich habe einen Freund, der ist aus Südamerika, der sagt, das größte Gut, was er hier hat, ist, dass er abends auf die Straße gehen kann, wenn es dunkel ist. Ja, das kann er da, wo er herkommt, nicht. Ja, und das ist natürlich ein Mangel an Lebensqualität, den man sich hier gar nicht vorstellen kann. Ich habe ja jahrelang am Frankfurter Flughafen auch in Führungspositionen gearbeitet und damals war Venezuela ein sehr beliebtes Reiseland. Auch für etwas reichere Menschen in Deutschland, die haben sich Eigentum gekauft, viele Österreicher übrigens auch. Und damals war schon der Anfang, die Abspannung, die Spanne zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Und heute da haben wir Salat. Ja gut, heute haben wir da fast Bürgerkrieg. Ja, also das ist, das Land ist gespalten. Das gibt einmal die Anhänger der sogenannten Sozialisten, die ja natürlich keine sind, aber sich so nennen. Und dann gibt es die sogenannten Konservativen, die aber das Land voranbringen würden, wenn man sie denn lassen würde. Und das ist eine grauenvolle Situation. Ja, und dann gibt es in Deutschland die sogenannten Politiker, die natürlich den Bürger so ins Gewissen reden, dass es sich gut anhört. Ja. Und vor denen, das war auch Angst. Das sind die Rattenfänger. Es gibt natürlich vom rechten Rand einige, die da unterwegs sind und die, indem sie halt populistische Parolen verkünden, die versuchen, die Leute zu fangen. Wobei ich zwischen rechts und links Extremismus kann ich nicht machen. Ja, irgendwann schließt sich der Kreis. Ne? Also wenn man dann in die eine Richtung geht, kommt man dahin und wenn man in die andere Richtung geht, kommt man auch wieder dahin. Das ist wie eine Musikband. Das ist schon, ich mache mir keinen Gedanken darüber, dass die Leute, die Dinge schon durch. Ja, ja, aber es gibt natürlich immer wieder Leute, die auch andere Bürger verführen können. Natürlich. Das gibt es immer. Natürlich. Und wenn es den Leuten immer schlechter geht, sind ja auch viele Protestträger dabei, die einfach aus Protest, ohne nachzudenken, irgendwas wählen, was sie dann später bereuen. Und davor die Angst. Leute werden anfällig für sowas. Ja, ja. Lieber Herr Professor, wir haben am 24. September einen Tag nach meinem Geburtstag. Ja, toll. Aber die Oberbürgermeisterwahl und die Bundestagswahl. Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie würden gerne mal der Jutta über die Kamera einen schönen Gruß ausrichten. Weil Sie haben gesagt, wenn der Professor kommt, das freut mich so, das kann ich gar nicht ausdrücken. Bitte, sag das Wort. Ja, liebe Jutta, danke für dein Engagement und deine viele Arbeit, die du jetzt schon investiert hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute und natürlich wünsche ich dir, dass du die Wahl zur Oberbürgermeisterin gewinnst. Und wir können ein bisschen was dafür tun, dass das so wird. Also, ich bin mir sicher, dass sie wieder die neue Oberbürgermeisterin wird, denn ich habe schon oft gesagt, schlechter kann es nicht mehr werden. Wow. Ja, es ist so, dass jetzt die CDU alles falsch gemacht wird. Aber wer jetzt nach 16 Jahren immer noch CDU wählt, ist entweder fanatisch oder hat keinen Durchblick. Und so dumm schätze ich die Bürger nicht ein. Nein. Also, ich sag mal so, Jutta ist eine tolle Frau, die sich extrem engagiert, die sich richtig, richtig viel Mühe macht und fleißig arbeitet. Und das ist wirklich beeindruckend, was sie alles bewegt und in den Jahren alles gemacht hat. Und ich meine, das wäre ein Gewinn für Ludwigshafen, so eine Frau zu haben. Ja, das fände ich ganz einfach. Letzte Woche war der Frank Meyer da und er hat gesagt, man darf auch eins nicht vergessen, durch ihre Tätigkeit im Europaparlament. Ne? Ja. Hat sie natürlich eine ganz andere Sicht auf Ludwigshafen und hat auch, das fand ich auch interessant, ein Netzwerk an Politiker außenrum, wo sie auch ihre Sachen, die nicht mit Geld was zu tun haben, besser durchsetzen können als ein Peter Übel, der 3 Jahre Neuling ist. Naja, ich denke, es ist einfach wichtig, dass man ein Netzwerk hat und in dem Moment, wo man die richtigen Leute kennt, kann man manchmal durch einen Telefonanruf vieles klären, was sonst manchmal mühsam und beschwerlich ist. In
ist das sicherlich gut. Ja. Das ist genau wie bei den Ärzten. So. Wenn man Leute wie Sie kennt, ist man auf der guten Seite. Ah, aber der Peter Hübel ist auch ein guter Arzt. Also ich kenne den auch und der ist auch ein guter Arzt. Ja, Peter Hübel ist ein sympathischer Mensch. Ja, ein super Arzt, bestimmt. Ja, sicher. Aber sicher. Das soll auch mal. Ja. Ja, also Peter, nicht so ungut, aber die Mutter wird Oberbürgermeister, damit wir sehen. Ja. Herr Professor, können Sie mal jetzt in kurzen Sätzen sagen, warum man jetzt die Jutta wählen soll, was die Vorteile sind, in der Art vom Menschsein her, aber auch vom Charakter und von der politischen Kenntnis. Also Jutta ist sicherlich jemand, der, habe ich ja schon gesagt, die Voraussetzungen mitbringt, um erfolgreich diesen Job zu machen. Jutta ist sicherlich jemand, der die richtigen Werte hat, ein richtiges Wertesystem, der sich um die Menschen kümmert, der engagiert ist, der den Menschen helfen will, der will, dass es den Menschen gut geht und besser geht. Ja. Und sie ist sicherlich jemand, der erfahren ist, der aus der Politik kommt, der vernetzt ist, der viele Kontakte hat und der weiß, wie es geht. Das finde ich ganz sicher. Ja, und das sind alles gute Voraussetzungen, um eine vernünftige, ich sag mal, und geerdete, ja, also eine an der Basis, an den Bürgern interessierte Politik macht. Das kann man sagen. Das ist sowieso einmalig, eine geborene Ludwigshafenerin, angefangen in der Kommunalpolitik. Ja. Dann Im Stadtteil West. Genau, dann schwieriger Stadtteil. Landtag, ja. Europaparlament, wird jetzt Oberbürgermeisterin. Das heißt, ich glaube, so ein Fall, ich habe es letztens zum Pfandeier gesagt, gibt es eigentlich gar nicht mehr, dass so eine Person mit so viel Erfahrung dann wieder zurückgeht in ihre Stadt und sagt, ich will hier was reisen und nicht die Bundeslade oder so. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Das zeigt, dass sie sich engagiert für die Menschen und dass sie es gerne vor Ort macht. Und das finde ich prima. Ja, ja. Das habe ich bis jetzt nur bei einem gehört, auch wenn er von der CSU ist. Horst Seehofer hat ähnlich gesprochen. Mhm. Und das sind meiner Meinung nach Patrioten und die muss man suchen. Egal, auch wenn er von der CSU ist. Aber die Jutta, so ein Fall, ich habe es jetzt im Fall gesagt, gibt es gar nicht mehr. Also in der Politik kenne ich niemanden. Nein, ich meine, viele würden dann sagen, ja, jetzt will ich die Karriere über weiß ich wohin, nach ganz weit oben machen oder so. Aber das ist ja einfach das Wesen von Jutta, dass sie eben geerdet ist und dass sie den Bezug nicht vergisst und das finde ich toll, das ist eine wichtige Eigenschaft. Und eine weitere wichtige Eigenschaft ist, dass sie mit allen Menschen klarkommt, egal ob das Arbeiter ist, ob das Mittelständler ist, ob das ein Unternehmer ist, ob das ein Großunternehmer ist, ein Fabrikant. Sie hat mit allen guten Kontakt aufgrund ihrer menschlichen, fachkenntnisreichen Art. Sie ist einfach eine entsprechende Persönlichkeit. Ne? Ja. Sie ist eine entsprechende Persönlichkeit und sie sieht eher das Gemeinsame im Vordergrund und nicht das Drängende. Ne? Und das ist wichtig. Das ist wichtig, weil wenn man so einen Job macht, muss man den Job für alle Bürger machen. Ja? Und nicht nur für die, ich sag mal, eigene Klientel. Ja. Und da bin ich überzeugt, dass Jutta das macht. Und nicht nur der Papst fährt Bus. Auch die Jutta. Ne? Ja, der fährt sogar. Der haben sich das Bild gesehen, wo der Papst in dem kleinen 500er fährt und der amerikanische Präsident in dem Riesenschiff war. Ja. Die Jutta hat gesagt, sie will sich ein Fahrrad kaufen und will dann mit dem Fahrrad durch Ludwigshafen fahren, auch wenn sie Oberbürgermeisterin ist, weil sie will einfach ein Bürger unter Bürgern sein. Und das ist auch ein ganz neuer Ansatzpunkt. Das finde ich einfach toll, dass man sagt, okay, ich habe zwar das Amt, aber ich bin doch die gleiche Jutta wie vorher. So ist es. Ja, und das erlebt man auch sehr, sehr selten. Nee, ich finde, wir haben ja auch noch Bundestagswahlen am gleichen Tag. Da stehen unsere Chancen ein bisschen schlechter, obwohl wir einen guten Kanzlerkandidaten haben. Auch eine gute Partei natürlich. Sicher. Aber die Voraussetzungen sind halt sehr schnelllebig in der Bundespolitik. Ne? Und da das zu drehen, ist natürlich auch mit einem Martin Schulz nicht so einfach. Zweifellos nicht. Und die Gefahr ist natürlich, dass die Stimmung von der Bundespolitik auch auf die Kommunalpolitik abfärbt. Ja? Dass Menschen, die sagen, okay, wir wählen jetzt im Bund, wählen wir warum auch immer CDU, dann sagen, machen wir in der Stadt auch. Ja? Und
Und es sind zwei völlig getrennte Wahlen und es sind komplett andere Persönlichkeiten und es geht um komplett andere Dinge. Ja, ich denke, man muss das immer sagen. Es sind zwei verschiedene Dinge und da muss man sich genau überlegen, was ist das, was ich jetzt hier will und was ist das, was ich woanders will. Ja, wir wissen, wo wir unser Kreuz machen. Ja, klar. Ich hoffe, Sie auch. Ja. Aber wie gesagt, wie Sie sagen, es sind zwei verschiedene Dinge, was natürlich schon irgendwie zusammenhängt, aber auch wieder nicht zusammenhängt. Natürlich. Und was ich bei der SPD positiv finde, ich weiß nicht, ob Sie mir zustimmen, seitdem ich diese Sendung mache, bekomme ich mit, dass der Aufbau von unten nach oben wieder eine Stimme spricht. Das heißt, wenn ich höre, was Jutta sagt und höre dann, was der Martin Schulz sagt, ist fast identisch. Und das ist auch wichtig in einer Partei, dass die Bürger wissen, aha, unten, oben, wenn es überhaupt sowas gibt, da, die reden alle gleich. Und alles selber. Das ist gut. War mal eine Zeit lang anders. Ja, ja, klar. Haben die oben ins Süppchen gekocht, auch bei der SPD. Ja, das gibt es immer mal wieder, so Sachen, ja. Und das gibt es bei allen, ja. Und man muss dann halt mal gucken. Ja. Ich meine, die Große Koalition hat sicherlich der CDU mehr genützt als der SPD. Ja. Aber man hat eine Verpflichtung gegenüber dem Land. Ja. Und man kann nicht sagen, weil es gut wäre für die Partei, mache ich es nicht. Ja, es ist natürlich immer so eine Sache, wenn du in einer Großen Koalition bist, stimmst du zu, ist fürs Land gut, dafür kriegst du ein paar weniger Stimmen. Ja. Also was machst du? Ich finde schon, dass man dann zugunsten des Landes dann argumentieren soll, weil irgendwann kommt es ja raus und selbst wenn man einmal wieder Vorteile gewinnt, bei der nächsten Wahl kommt es wieder zurück. So ist es. Das ist genau wie im Sport, wenn Sie ein Mannschaftsspieler sind oder in einer Fußballmannschaft zum Beispiel, eine Handballmannschaft, ne, da können Sie auch nicht den Spieler rein machen. Sie müssen auch so spielen, dass es für die Schwarzkameraden ist, dass sie was mit anfangen können. Und so ist es auch in der Politik. Klar. Das ist das Wesen von Teams. Ja, und da muss ich auch die Presse manchmal ein bisschen kritisieren. Die Presse tut oft einmal so lange fragen, bis jetzt eine Antwort bekommt, was er erwartet. Das ist auch nicht richtig. Das ist menschlich. Ist menschlich. Menschlich, aber Journalismus soll immer noch objektiv sein. Ja, wäre gut. Wäre gut. Ja. Herr Professor, es war mir eine große Ehre. Sehr gerne, sehr gerne. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und wenn am 24. eins von den beiden Sachen zutrifft, dass Sie unter Oberbürgermeister wird, würde ich ausgehen, dann sehen wir uns wieder, dann feiern wir eine große Party herum. Das machen wir, das machen wir. Und in Zwischenzeit, ziehen Sie mal die Kollegen von der CDU die Zähne. Wir winken nochmal. Also, tschüss. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.